Moin allerseits, ich grüße euch herzlich willkommen bei Whisky Golch. Ein neues Fläschchen hat mich erreicht, der neue Glen Glosso, 12 Jahre alt. Ja, ein paar Wochen haben wir ihn jetzt schon. Ich habe es endlich mal geschafft. Eine Flasche, die ohne Umverpackung kommt. So schaut er aus. 50 Euro könnt ihr ungefähr hinlegen. Plus, minus, irgendwie so um den Dreh wird er gehandelt. Und das ist einer von drei Abfüllungen, die jetzt angeblich nochmal zusätzlich zu Corange auf den Markt kommen. Der Whisky wird nicht gefärbt, er wird nicht kühl gefiltert. Ist abgefüllt mit 45 Volumenprozenten. Und er darf reifen. Es ist ein Wetting aus Bourbonfässern, Sherryfässern und Rotweinfässern. Rotweinfässer, nee, es wird da nicht weiter erwähnt. Ich konnte jetzt auch nicht wirklich genau was zu finden. Ich habe es jetzt einfach mal so stehen lassen. Ja, schöner Holzkorken. Und er hat einen Bottle Code, das ist der 9. Mai 2023. Ja, ich weiß nicht, die werden dann, denke ich mal, so in Chargen abgefüllt. Da wird dann immer wieder mal was nachgelegt. Ja, viel mehr steht hier auch wirklich nicht drauf. Nur so ein bisschen hier, ne, an der Küste gelegen und Meeresbrise und bla bla bla. Ein Single Malt, 1875 gegründet, der Brennerei, war lange Zeit geschlossen und erst seit 2008 wieder in Betrieb. Liegt direkt am Fluss Spey. Und gehört seit 2016 Brown Forman, ja. Hat er von Billy Walker, oder Billy Walker hat die Brennerei ja damals verkauft für, was waren das, 280 Millionen Pfund, Euro? Weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall hat er Glendronach, Benriach, Glen Glosso verkauft. So, jetzt ist Brown Forman hier im Gange. Und ich bin gespannt, was dieser hier kann. Der letzte, den ich hatte, den hatte ich von Berthold, der war richtig gut. Dieser No-Age-Statement. War das Revival? Ich glaube Revival, ich bin mir aber nicht sicher. Für 35 Euro oder so, der hat mir richtig gut gefallen. Der war auch irgendwie nur 3,5 Jahre alt. Das war ein tolles Teil. So, also Farbe. Was ist denn das? Ein bisschen so wie Mandarinfarbe. Orange. Ja. Also nach wie vor verfügbar. Einige Shops haben irgendwie ja, Knappheit festgestellt. Müsst ihr einfach so euch ein bisschen ja, durchgucken da. Ja, das erste, was kommt, sind wirklich tropische Früchte. Süße tropische Früchte. Recht intensive Vanille. Ist natürlich eine krasse Kombi, ne? Rotwein, Sherry und Bourbonfässer. Sehr angenehm, so Creme Brûlée, sanft, blumig, trotzdem etwas spritzig, die Früchte, es geht so, ja, Aprikose würde ich jetzt spontan sagen, also ist so am meisten vorne. Ja, und der Sherry ist spürbar. Und was jetzt hier der Rotwein sein soll, ich kenne auch das Verhältnis nicht. Weiß ich nicht, würde ich nie drauf kommen. Dass da Sherryfässer mit vermehlt sind, ja. Rotwein, da kann ich jetzt rumspinnen und rumfantasieren, aber... Also frisch, lebendig, satt. Alkohol passt, wunderbar eingebunden. Nichts zu bemängeln. Viel, viel Frucht und Creme Brûlée, Blumigkeit, lebendig. Ja,
Schöne Nase, also kann man so stehen lassen. Ich freue mich jetzt mal, was er im Gaumen zu bieten hat. Los geht's. Wieder süß. Ja, sahnig. Wie so ein Karamellbonbon ein bisschen. Aprikose ist da. Zartes Prickeln. Jetzt könnte ich mich da so ein bisschen beeinflussen lassen und sagen, da ist eine zarte Rotweinnote spürbar. Irgendwas dunkelfruchtiges, leicht trockenes. Könnte auch Sherry sein, das ist wirklich schwer. Lassen wir es einfach dabei und sagen, es ist irgendwie irgendwas zwischen Rotwein und Sherry zu spüren. Also, wäre mal witzig zu wissen, wie das Verhältnis da ist, wie die abgemischt werden. Also, Abgang würde ich jetzt eher sagen mittellang. Zurück bleibt so eine rote Fruchtigkeit. Mit etwas Trockenheit, ganz minimal, schreckt jetzt keinen ab, der keine Trockenheit mag. Das ist wirklich nur ein bisschen. Ich hätte jetzt gedacht, das ist so eine Abfüllung, wo man sagen muss, ja, du musst Rotwein mögen, sonst wird das nicht deins sein. Aber empfinde ich so nicht. Töten wir ihn mal. Er hat einen schönen Antritt. Er tritt mal ordentlich nach vorne, dann geht er gleich wieder zurück und verblasst ganz langsam. Jetzt wieder dieses leichte Prickeln auf der Zunge, ist schön. Also, eigentlich ist er einfache Komponente, ne? Nase sahnig, cremig, blumig. Zunge auch, so eine Karamell-Bonbon-Note. Rote Frucht und zum Schluss bleibt die rote Frucht und so ein bisschen zarte Bitterkeit. Ja, ich würde sagen, es ist so ein All-Day-Dram. Nichts Herausragendes, nichts wirklich Langweiliges. Es ist ein total solider, leckerer Whisky. Wo ich aber sagen würde, ich würde mir diesen einen Naster holen. Und guckt mal in die Videos. Der letzte Glenn Glossolds Video. Ich habe es echt vergessen. Den würde ich mir eher zulegen, weil der einfach deutlich spannender war. Und du hast noch 15 Euro in der Tasche für 5 Bier. Also, so würde ich es machen. Ah. Ist mir nicht überzeugend genug. Also, solides Teil, ohne viel Schnörkel. Was ja auch vielleicht in Ordnung ist. Ja? Ich möchte das jetzt nicht werten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was er kann oder was er nicht kann. Und dann vom PLV und so weiter. Er schmeckt mir. Er wird euch sicherlich auch schmecken, wenn ihr ungefähr so ein bisschen auf dieses, ja, sag ich mal, auf diese Geschmacksbeschreibung steht. Aber das Rad wurde nicht neu erfunden, sage ich es mal so. Schönes Teil. Dürfte ich Punkte vergeben, würde ich ihm sagen, von 100 Punkten würde ich ihm 85 geben, um das mal so ein bisschen abzuschließen. Ja, wenn ihr ihn hattet, schreibt mir unten rein, wie ihr ihn fandet. Vielleicht werde ich ihm nicht gerecht, aber ja, einfach ein solides, gutes Teil. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut.